Herzlich willkommen zu Teil 19 unserer Reihe Flächenberechnung in der Ebene, Funktionsweise und Rechenbeispiele. Wir haben in Teil 18 die bestimmte Integration kennengelernt zur Berechnung von Flächeninhalten und wir werden jetzt dazu einige Beispiele rechnen. Im ersten Beispiel lautet die Aufgabe: Bestimme den Flächeninhalt der Fläche, die von der x-Achse und der Kurve f von x gleich b, wobei b eine Konstante ist, begrenzt wird, zwischen x1 gleich 0 und x2 gleich a. Hier ein Beispiel, wobei wir in diesem Beispiel a gleich 8 und b gleich 5 haben. Die Rechnung gilt aber für jedes a und b. Wir rechnen zunächst die Stammfunktion aus, groß f von x, als Integral über klein f von x von a, Entschuldigung, von 0 bis a. Und haben dann b mal x plus c, denn das Integral einer Konstanten ist die Konstante mal x plus einen beliebigen c. Die Fläche ist dann die Stammfunktion, ausgewertet an den Stellen x1 und x2. Das ist dann groß f von x2 minus groß f von x1, wie wir gelernt haben. Dann setzen wir unsere Werte für x1 und x2 ein. x2 ist a. Und x1 ist 0, das c verschwindet, hier haben wir plus c, hier haben wir minus c, hier steht das Minus, b mal 0 ist 0, insgesamt also bleibt nur noch über b mal a. Wir haben also Fläche gleich b mal a. Und das ist genau die Formel, die wir schon vor längerer Zeit hergeleitet hatten, für den Flächeninhalt des Rechtecks als kurze Seite mal lange Seite. Wir hatten das getan, indem wir in der zweiten Folge der Reihe Einheitskästchen gezählt haben. Wir können aber hier alternativ eben durch die Integralrechnung auf das gleiche Ergebnis kommen. Wir wollen als zweites die Aufgabe rechnen, bestimme den Flächeninhalt der Fläche, die von der x-Achse, der y-Achse und der Kurve y gleich f von x gleich Wurzel aus r² minus x² mit konstantem r begrenzt wird. Und zwar zwischen den Grenzen x1 gleich 0 und x2 gleich r. Die Fläche ist ein Viertelkreis, denn aus y gleich r² minus x² folgt ja r² gleich x² plus y², wie wir das Ganze hier quadrieren und dann auf beiden Seiten plus x² rechnen. Und das ist die Definitionsgleichung für einen Kreis. Das heißt, diese Funktion stellt uns die Definition für diesen Viertelkreis dar. In der Grafik ist der Radius 5. Wir wollen also die Fläche des Viertelkreises per Integration ausrechnen. Dieses Integral ist ein wenig komplizierter als das, was wir gerade gesehen haben. Wir rechnen also, Fläche ist das Integral von 0 bis r, f von x dx. Wir setzen für f von x unsere Formel ein, r Wurzel aus r² minus x². Um jetzt dieses Integral hier bestimmen zu können, machen wir eine sogenannte Substitution. Das heißt, wir führen eine neue Variable ein, indem wir definieren x gleich r mal Sinus Theta. Theta ist dann die neue Variable, das ist ein Winkel. Dann ist dx gleich r mal Cosinus Theta dθ. Ich möchte an der Stelle nicht die Differentialrechnung vollständig erklären. Wer also nicht versteht, wie wir von dieser Definition für x auf dieses dx kommen, der möchte bitte zum Beispiel bei Wikipedia sich dazu informieren. Das würde jetzt hier zu weit führen. In den neuen Variablen müssen wir dann auch natürlich neue Variablengrenzen einführen. Wenn x gleich 0 ist, ist Theta auch gleich 0, denn der Sinus von 0 ist 0. Und wenn x gleich r ist, muss der Sinus 1 sein. Und das ist an der Stelle Pi halbe der Fall. Wir haben also jetzt das Integral von 0 bis Pi halbe. Für x setzen wir jetzt unseren Ausdruck r mal Sinus Theta ein. Erhalten also Wurzel aus r² mal 1 minus Sinus Quadrat Theta. Und aus dem dx wird dann r Cosinus Theta d Theta. Es ist der Fall, dass für jeden beliebigen Winkel Theta Sinus Quadrat Theta plus Cosinus Quadrat Theta gleich 1 ergibt. Das heißt, 1 minus Sinus Quadrat Theta ist Cosinus Quadrat Theta. Das ist dieser Ausdruck hier. Den können wir also durch Cosinus Quadrat Theta ersetzen. Dann können wir die Wurzel ziehen. Und wir haben hier hinten noch ein Cosinus Theta, insgesamt also Cosinus Quadrat Theta. Das r Quadrat unter der Wurzel ergibt ein r, hier hinten haben wir noch ein r, insgesamt also r Quadrat.
R Quadrat ist eine Konstante, die können wir vor das Integral ziehen. Es bleibt also über R Quadrat mal dem Integral von 0 bis Pi halbe, Cosinus Quadrat Theta d Theta. Cosinus Quadrat Theta für jedes beliebige Theta ist 1/2 mal Cosinus 2 Theta plus 1. Das setzen wir also ein. Und jetzt können wir das Integral bilden. Das Integral von 1 ist einfach Theta. Und das Integral von Cosinus 2 Theta ist Sinus Theta mal Cosinus Theta. Das werten wir an den Grenzen des Integrationsbereiches aus, also 0 und Pi halbe. Und dann haben wir den Vorfaktor R Quadrat halbe und dann den Sinus Pi halbe mal Cosinus Pi halbe plus Pi halbe plus C und dann minus Sinus von 0, Cosinus von 0 plus 0 plus C. Dieses C verschwindet gegen dieses C, denn hier steht ein Minuszeichen. Der Sinus von 0 ist 0. Das bedeutet, der ganze Ausdruck verschwindet, die 0 sowieso. Und der Cosinus von Pi halbe ist auch 0. Das heißt, das Ganze hier ist ebenfalls 0. Das Einzige, was überbleibt, ist das Pi halbe. Und dann haben wir also den Vorfaktor R Quadrat halbe mal Pi halbe. 1/2 mal 1/2 ist 1/4 mal Pi mal R Quadrat. Das heißt, die Fläche des Viertelkreises ist 1/4 Pi mal R Quadrat. Nach dieser etwas länglichen Rechnung. Also, Fläche Viertelkreis ist 1/4 Pi mal R Quadrat. Die Fläche des vollen Kreises, also wenn man hier die schraffierte Fläche hinzunimmt, ist dann 4 mal die Fläche des Viertelkreises, also 4 mal 1/4 Pi R Quadrat gleich Pi R Quadrat. Und damit haben wir wieder dieselbe Formel gewonnen, die wir schon auf eine ganz andere Weise hergeleitet hatten, nämlich indem wir den Kreis durch ein regelmäßiges n-Eck approximiert hatten, wobei wir den Grenzübergang n gegen unendlich gemacht hatten. Wir sehen also, dass wir die Formel für den Flächeninhalt des Kreises auch per Integration bestimmen können. Als weitere Aufgabe wollen wir bestimmen den Flächeninhalt der Fläche, die von der x-Achse und der Kurve f von x gleich x hoch 3 minus 5 mal x Quadrat plus 4 begrenzt wird. Zwischen den Nullstellen dieser Funktion x1 gleich 1 und x2 gleich 2 mal 1 plus Wurzel 2. Hier, das sind die Nullstellen. Wir rechnen, wie gehabt, zunächst die Stammfunktion aus, indem wir das Integral f von x dx bilden. Das ist 1/4 x hoch 4 minus 5/3 x hoch 3 plus 4 x plus c. Und die Fläche ist dann die Stammfunktion ausgewertet an den Grenzen des Integrationsbereiches. Also Stammfunktion an der Stelle x2 minus Stammfunktion an der Stelle x1. x2 war dieser Ausdruck 2 mal 1 plus Wurzel 2, x1 war 1. Und dann setzen wir das Ganze ein. Die Stammfunktion haben wir hier gewonnen. Wir setzen x2 und x1 ein, setzen dann die Werte ein. Und dann klammern wir die Terme, die Wurzel aus 2 enthalten, aus. Die haben insgesamt den Vorfaktor minus 32/3. Und die Terme, die keine Wurzel enthalten, separieren wir ebenfalls, bringen die auf den gemeinsamen Nenner 12. Und die haben insgesamt den Wert minus 239/12. Und das Ganze ist, wenn man das numerisch auswertet, etwas über 35, beziehungsweise mit einem negativen Vorzeichen, weil die Kurve unter der x-Achse liegt. Aber die Fläche selbst hat natürlich ein positives Vorzeichen, die ist der Betrag dieses Integrals. Das heißt, die Fläche ist genau genommen immer der Betrag des Integrals. Die Betragszeichen hier außen stellen sicher, dass die Fläche immer positiv ist. Als letztes Beispiel wollen wir den Flächeninhalt der Fläche bestimmen, die von der x-Achse, der y-Achse und der Kurve f von x gleich 100 plus 10 mal x minus e hoch x begrenzt wird. Das ist die blaue Kurve hier. Wir rechnen wieder die Stammfunktion aus. Die Stammfunktion zu dieser Funktion ist 100x plus 5x² minus e hoch x plus einer Konstanten. Wir werten das aus an den Grenzen des Integrationsbereiches. Also zwischen 0 und 5. Und dann setzen wir die 5 ein und die 0 ein
100 mal 0 ist 0, 5 mal 0 ist 0, e hoch 0 ist 1. Und dann haben wir 100 mal 5, also 500, plus 5 mal 25, also 125, minus minus, also plus 1, das sind insgesamt 626. Dann haben wir hier noch einmal minus e hoch 5. Und wenn man das numerisch auswertet, kommt man auf einen Wert von etwa 478. Das ist die Fläche dieser pink dargestellten Fläche. Soviel zur Integration an der Stelle. In der nächsten Folge werden wir sehen, wie wir die Integration benutzen können, um die Fläche zwischen zwei Kurven zu bestimmen. Vielen Dank.